Ich begrüße Sie zu DGF, der Talk, heute zum Thema Mobbing und Gesundheit. Der Begriff Mobbing, den kennt mittlerweile jeder. Aber was er wirklich bedeutet und was Mobbing für Folgen hat, vor allem auch für die Gesundheit, das weiß noch lange nicht jeder. Ich habe zwei Gäste im Studio, die sich hauptberuflich mit Mobbing und dem Kampf und Umgang mit Mobbing beschäftigen. Das ist zum einen die Leiterin der Hamburger Mobbingzentrale, Margit Ricarda-Rolf, und Dirk Marx, Konzernbetriebsratsvorsitzender der Post AG. Das ist ein langer Titel. Jawohl. Frau Rolf, was hat Sie bewogen, sich mit Mobbing hauptberuflich sozusagen zu beschäftigen? Ich bin selbst Betroffene gewesen im Jahr 1996, Anfang 97. Und es gab damals gar nichts. Wenn Sie Mobbing irgendwo eingegeben haben oder haben angerufen irgendwo, es gab nichts. Es gab die Gesellschaft gegen psychosozialen Stress und Mobbing e.V. und unter Gesellschaft sucht kein Mensch. Und für mich war klar, es muss vorne mit Mobbing anfangen und es muss eine Zentrale sein, wo man anrufen kann und Hilfe bekommt. Und so ist die Mobbingzentrale entstanden. Okay. Sie als Konzernbetriebsratsvorsitzender, für wie viele Mitarbeiter sind Sie eigentlich zuständig? Eine zweigeteilte Antwort. In Deutschland rund 250.000 Beschäftigte. Die Sie alle persönlich kennen? Nicht alle, aber viele. Und weltweit 520.000 Beschäftigte. Das ist eine Menge Mensch. Ja. Wenn Sie jetzt mal ganz ehrlich sind, mit wie viel Mobbing hat denn die Deutsche Post zu tun? Oder Sie als derjenige, der ja dann auch ein Ansprechpartner ist? Zunächst mal die schlechte Nachricht. Mobbing gibt es natürlich in Gänsefüßchen auch bei der Deutschen Post WorldNet. Die gute Nachricht, wie ich finde und aus der Erfahrung weiß, in einer relativ geringen Anzahl. Wenn Sie es überschlagen, mit wie vielen Opfern von Mobbing würden Sie sagen, haben Sie so zu tun? Diese Frage kann ich so nicht beantworten, weil nicht die Mobbingfälle unmittelbar bei dem Konzernbetriebsratsvorsitzenden ankommen. Wir haben in Ist das keine Chefsache? Ja, selbstverständlich ist das Chefsache. Es ist Vorstands- und Chefsache. Nur die Fälle. Also Sie sind ja auch so ein Chef. Ich bin kein Chef. Naja, vom Betriebsrat. Ja, vielen Dank für das Kompliment. So fühle ich mich aber nicht, sondern wir sind ein Dachbetriebsrat. Wir haben in Deutschland rund 2.300 Betriebsrätinnen und Betriebsräte, Mandatsträgerinnen, Mandatsträger. Bei denen kommt's an. Da kommt's an in den Betrieben. Nur um es zu fühlen, 520 Betriebe etwa haben wir also in Deutschland. Und Sie wissen das nicht. Also so ungefähr. Wissen Sie, wie viel Mobbing es bei der Post gibt? Also zu Ihnen kommen? Oder kommen welche zu Ihnen, die sagen, die hören uns nicht bei der Post? Ja, klar. Also ich mache meine Arbeit ja seit 1.11.1997. Habe jetzt über 11.000 Fälle bearbeitet und da waren 10 Postfälle dabei. So, Pi mal Daumen. Ne? Ist das viel bei so einer Menge Beschäftigter? Es landen ja nicht alle Postfälle bei mir. Wir haben ungefähr 500 Mobbingberater in Deutschland inzwischen. Ja. Ah, und da verteilt sich das. Die sind alle so mehr oder weniger mit meinem Aber Netzwerk. Aber letztlich weiß man das dann nicht so genau, ne? Wie viel das ist. Es gibt im Gegensatz zu Zahlen, die man im Materiellen hat, keine handfesten, belastbaren Statistiken, wird es auch nur schwer gehen. Also da wollte ich gerade mal drauf, weil lassen Sie uns mal von der Post weg. Wie viele Menschen sind nach Ihrer Kenntnis schon mal gemobbt worden? Also ich habe da Zahlen gehört, das ist ganz witzig, zwischen 1,2 und 5 Millionen. Das ist ja eine Menge Spielraum. Was? Also 1,3 bis 1,6, da streiten sich die Empiriker im Moment. Ja. Also meistens lagen sie so bei 1,3. Okay. Und man kann sagen, jeder siebte Arbeitnehmer wird irgendwann im Laufe seines Lebens Mobbing-Betroffener. Nach Ihrer Einschätzung, nimmt Mobbing zu im Moment oder hat es zugenommen in den letzten Jahren? Die Frage auch da leider nicht konkret zu beantworten. Es hängt von den Strukturen ab. Mobbing ist eine Berg- und Talfahrt nach meiner Erfahrung, hat was mit Umstrukturierungen zu tun. Kommen wir gleich zu. Und wie ist es? Mobbing hat bis vor einem Jahr zugenommen. Ja. Und im letzten Jahr hatten wir das erste Mal 25% weniger Fälle. Das ist ja schön. Und weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, weil man die Ursachen nicht kennt. Ich kenne die Ursachen nicht. Mhm. Es könnte sein, dass die Angst vor Hartz IV dazu führt, dass die Menschen sich noch weniger bei uns melden.
Es könnte aber auch sein, dass die Betriebsräte Mobbing-Seminare besucht haben, Mobbing-Betriebsvereinbarungen vermehrt existieren. Das wäre dann ein gutes Ergebnis. Das hoffen wir doch. Ja, das gehört zu uns, bei uns zum Alltag. Also was ich merke, ist, dass es trotzdem so ein bisschen an den Seiten ausfranst. Deshalb ist es auch ganz gut, wir reden mal drüber und ich möchte gerne in dieser Stunde folgende Punkte besprechen. Erstens mal, was ist das? Wie kann man das abgrenzen? Ist ja auch schon nicht so einfach. Zweitens, woher kommt's? Sie haben gerade schon gesagt, Umstrukturierung. Drittens, was sind das für Menschen? Und zwar gibt es sowas wie Profile, also von Tätern, von Opfern und Zuschauern. Die sind ja beteiligt alle. Viertens, was sind die Folgen gerade auch für die Gesundheit, auch für die Wirtschaft? Und fünftens, wie kann man sich wehren? Okay? Mhm. Gut. Fangen wir an. Wie entsteht ein Mobbing? Und was macht Mobbing zu Mobbing? Also, Mobbing ist zuerst einmal immer ein Konflikt zwischen zwei Personen. Wir haben A, wir haben B. Mhm. B fühlt sich unterlegen, holt sich C, D, E, F ins Boot. Und jetzt sind die gemeinsam stärker. Jetzt haben wir den Mob auf der einen Seite, den vermeintlich Stärkeren auf der anderen Seite. Und jetzt kriegen die den und die Sache kippt. Das ist das klassische Mobbing. Okay. Können Sie mal sagen, das ist ja interessant. Ja. Also das geht aus davon, dass jemand sich unterlegen fühlt. Ja, der Unterlegene holt sich Leute ins Boot. Und gemeinsam... Okay. Jetzt sind wir natürlich schon eigentlich bei den Profilen. Ich würde trotzdem gerne mal gucken, sagen Sie mir mal Formen von Mobbing. Was gibt's denn da so? Also ist es schon, wenn, Sie haben schon gesagt, es muss die Masse dazukommen, der Mob. Mhm. Aber ist es schon, dass ich irgendwie genervt angesprochen werde? Oder dass jemand mich plötzlich nicht mehr leiden kann? Oder dass ich irgendwie plötzlich Kaffee machen soll und das habe ich noch nie machen müssen? Was für Formen von Mobbing gibt's denn? Also wir grenzen ja ab zwischen normalen Konflikten, zwischen Mobbing, Bossing, Whistleblowing, das sind so die, oder Bullying at Work, das sind so diese klassischen Bossing Fälle. Bossing ist das, was der Vorgesetzte macht. Wenn ein Vorgesetzter gegen irgendwen geht, das ist dann von oben nach unten. Ich halte mich immer sehr gerne an die juristischen Begriffe oder an die Definitionen, die allgemein üblich sind. Und wir haben vom Bundesarbeitsgericht 97 die Definition. Mobbing sind Konflikte zwischen Vorgesetzten oder Kollegen untereinander. Mhm. Ja, so. Das heißt also, es ist einmal eine Konfliktsituation am Arbeitsplatz und nicht Nachbarschaftskonflikte oder irgendetwas oder familiäre. Mhm. Sondern es geht um den Arbeitsplatz und bei Bullying eben auch um die Schule. Bullying, was heißt das? Was ist das? Ja, Bullying ist eben die etwas härtere, die handfestere, wenn wir uns jetzt hier hauen. Das geht dann schon sehr ins Eingemachte. Das machen wir heute nicht. Gut. So, und dann haben wir immer ein System. Jedes System versucht, sich selbst zu erhalten. Und wenn einer nicht mehr ins System passt, aus irgendeinem Grunde, dann wird er zum Mobbing-Betroffenen. Ich erkläre es immer gerne so. Es gibt ein System Sahnetorte fressender Weiber, das trifft sich mittags um 12. Und so sehen die Damen auch aus. Mhm. Eines Tages taucht ein Gesundheitsapostel auf, holt sein Müsli raus. Mhm. Und das System gerät in Unruhe. Mhm. Okay. Jetzt ist die Folge... Person weg, Problem gelöst. Das heißt, das System schließt sich zusammen gegen diesen Störfaktor und versucht, ihn wegzukippen. Und jetzt gibt es die eine Möglichkeit, wenn in diesem Sahnetortenweibersystem zwei, drei waren, die immer schon lieber gerne Müsli gegessen hätten, dann kann das gesamte System kippen und dann wird die dickste Sahnetortenweib zum Mobbingopfer. Ja, so, wenn man das versteht. Könnte aber auch das Müsli zum Mobbing. Ja, genau, das wäre der normale. Aber das ist der normale Mobbing. Wenn ich das einem Mobbing-Betroffenen erkläre, dann kann der das sofort auf seine Situation umsetzen und sagen, ja, ich bin immer der morgens um 7 kommt, wir haben nämlich Gleitzeit und die anderen kommen immer alle erst um 9. Ich bin um 16 Uhr schon weg und die sind bis 18 Uhr da. Das heißt, er ist nicht eingebunden in das System. Und deshalb ist er der Erste, der weggekickt wird. Was ist Ihre Erfahrung? Ich kann das weitgehend bestätigen. Arbeitsplatzerfahrungen sind so, dass dieses Sortieren Störfaktoren, nur es können beide sein, Opfer und Täter, die allerdings dann an der Stelle separiert werden oder durch nicht mehr ins System passen. Aus der Arbeitswelt heraus ist es natürlich zunächst einmal die Frage einer Begrifflichkeit. Wir diskutieren schlicht und schnell jetzt über Mobbing. Mhm.
Ich muss schon sagen, dass die Frage aus der Arbeitswelt heraus betrachtet zunächst einmal... Das Schwierige ist nachzuweisen, was ist es das? Wie definiert man es? Ich mache mal in Fragestellung. Ist also eine Kritik an einer Gruppe bereits Mobbing oder nicht? Ich sage nein. Kritik einer Gruppe an einem Einzelnen? Auch nicht, muss auch nicht zwingend Mobbing sein. Also die Definition, wo beginnt Mobbing? Und wo beginnt sie für Sie? Mobbing für mich beginnt dann, wenn es in einer wiederholten Täterschaft ist. Wenn ich also eine Kritik äußere, dann erwarte ich, dass gegenüber Gruppe, Einzelpersonen, ganz egal, diese Kritik offen aufnehmen. Wenn aber eine Kritik wiederholt wird, dann ist der Schritt zum Mobbing nicht weit mehr. Also es muss eine Systematik sein. Systematik, das ist das Entscheidende, da stimmen wir sicher. Ja, dann lassen Sie uns mal sagen, Sahnetortenbeispiel finde ich schön, jetzt lassen Sie uns aber trotzdem mal gucken, es ist ja nicht so, dass das von heute auf morgen passiert. Ne, heute haben Sie mich noch alle lieb und morgen guckt mich keiner mehr an. Also viel hat das ja auch damit was zu tun, dass zum Beispiel Kollegen dieses Opfer meiden oder nur hinterm Rücken reden und so weiter. Es müssen immer zwei Dinge zusammenkommen. Mhm. Das System muss in Unruhe kommen, sei es ein neuer Vorgesetzter kommt, neue Aufgabengebiete, Umstrukturierung, solche Dinge. Also im System muss sich etwas verändern. Und das System sucht sich das schwächste Glied. Ja, und das ist der Betroffene, der die Aufmerksamkeit nicht beim System hat. Die Ursachen wollte ich jetzt gar nicht. Ich wollte noch mal beim Was bleiben. Mhm. Ich möchte einfach noch mal gucken, weil Sie sagten ja gerade, es ist gar nicht so einfach zu definieren. Mhm. Es muss eben sozusagen seriell sein. Mhm. Ich möchte einfach noch bei der Definition noch mal bleiben. Mhm. Ich möchte einfach gucken, gibt es sowas wie einen Verlauf, einen typischen Verlauf, wie Kritik oder Unruhe zu Mobbing wird? Also woran kann ich denn das merken? Aus meiner Erfahrung gibt es das nicht. Und ich widerspreche auch, zwar ungern, den Fall gibt es nicht. Auch nicht den, dass man es aufbauen muss. Es gibt Mobbing nach meiner Erfahrung in zweierlei Grundzügen. Das eine ist in der Tat, wo sich etwas aufbaut, man hat mich nicht mehr lieb. Mhm. Das andere ist in der Tat über Nacht jäh, durch Umstrukturierung, wenn Sie heute mitgeteilt bekommen, am 1.2. des Jahres 2008 wird in Ihrem Betrieb das Licht ausgemacht. Dann erleben Sie von über Nacht eine ganz andere Situation. Die muss sich nicht aufbauen, sondern sie entsteht dann da urplötzlich. Und es gibt auch noch die andere Variante. Ein Chef sagt zu einem Abteilungsleiter, die ist zu teuer, die ist über 50, die will ich raushaben. Die kostet genauso viel wie zwei 20-Jährige, ja? Und jetzt guckst du mal alles, was die gemacht hat, durch. Und alle Fehler, die sie hat, da wird sie für abgemahnt. Die will ich hier rauskicken. Und machst du es nicht, genau, bist du dran. Also mir geht es im Moment nicht darum, warum der das macht. Mir geht es im Moment darum, woran kann ich es denn erkennen, dass es Mobbing ist. Weil das später dann, wenn ich mich wehre, muss ich das ja auch belegen können. Mir geht es daran, woran erkenne ich es denn? An den Symptomen. Wenn Sie morgens mit Übelkeit zur Arbeit gehen, sich auf dem Weg zur Arbeit dreimal übergeben und nicht mehr schlafen können und die Gedanken nur noch um die Probleme am Arbeitsplatz kreisen, ja, die Lebensqualitäten Bach runtergehen, dann haben Sie im Ergebnis ein Krankheitsbild. Und da sagt Dr. Wickler, das ist der stellvertretende Präsident vom LAG Erfurt gewesen in seinen Urteilen, wenn diese Symptome da sind, dann geht man davon aus, dass es sich um Mobbing handelt. Und andersrum, wenn ich mir die Situation angucke, woran erkenne ich denn, dass das, was da passiert am Arbeitsplatz, Mobbing ist? Dass ich nämlich zum Betriebsrat gehe und sage, hör mal zu, die mobben mich, dann sagt vielleicht der Betriebsrat, ach du, stell dich nicht so an. Oder so. Soll es ja geben. Es gibt, oder? Ja, natürlich gibt es so etwas. Ich will auch noch mal sagen, auch in der Betriebsratslandschaft. Die ist aber schwierig. Auch in der Betriebsratslandschaft handeln Menschen und auch dort ist es ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ihre Frage, noch mal darauf zurückzukommen, wo erkenne ich es dann? Erste Antwort, es gibt keinen Katalog. Es gibt zwei Grunddinge. Das eine sind Symptome gucken und das andere heißt einfach die schlichte Sensibilität von Verantwortungsträgern in den Gesellschaften, in den Betrieben. Aber das ist keine Antwort darauf, ne? Wir reden jetzt einmal davon, wie geht's demjenigen, der gemobbt wird. Aber wenn ich sage, woran mache ich fest, dass das Mobbing ist? Wo kann ich sagen, hör zu, hier, das war, die mobben mich. Zunächst einmal, wenn ich nochmal darf, von außen nach meiner Erfahrung gar nicht. Das sehe ich auch so. Sondern es muss von denen kommen, die sich gemobbt fühlen. Ja klar, die kommen und dann... Und die müssen Zeichen geben. Und wie...
Und diese Zeichen können vielfältiger... Wie überzeuge ich Sie dann, dass ich gemobbt werde? Für mich ist klar, wenn zum Konzernbetriebsrat oder zu jedem Betriebsrat, wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich werde gemobbt, ja, dann ist für mich die Frage beantwortet. Dann ist jemand, der sich gemobbt fühlt, dann ist der Fall eingetreten. Dann ist das schon so. Da gibt es... Ja, also das hinterfragen Sie nicht? Nein. Ich auch nicht. Das nein. Ist interessant. Ja. Nein. Okay. Sondern man muss denjenigen doch ernst nehmen in seiner Befindlichkeit. Da, ja? ist ein Prozess schon abgelaufen, aha, bis zu diesem Punkt, wo jemand sagt, komm, hilf mir mal. Aha. Und dann ist für mich die Frage, ist das Mobbing ja oder nein, beantwortet mit ja. Ach. Ja. Das ist interessant, das habe ich nicht gewusst. Also ich hätte gedacht, dass man dann sagt, ich habe gedacht, dass der Betriebsrat dann sagt, naja, wahrscheinlich stellt sie sich an und sie ist ganz schwierig und wahrscheinlich ist sie so empfindlich. Das sagen ganz viele Arbeitgeber, ja, ja, die argumentieren damit oder ja, die sagen, das ist eine narzisstische Persönlichkeit oder eine gestörte Persönlichkeit oder so. Ja, ne? Ja, sowas in der Art. Und wir stellen uns schützend vor die Betroffenen und sagen, das muss ein medizinisches Gutachten abklären, ob du das bist oder nicht. Das ist gar nicht unsere Aufgabe als Mobbingberater, sondern wir nehmen dich so ernst, wie du dich darstellst und wir glauben dir zunächst. Und wir helfen dir. Darf ich noch ergänzen? Das ist die 112-Situation, also die Hilfesituation, wo jemand sonst den Notruf startet und deswegen erübrigt sich die Frage der Prüfung, ist es oder ist es nicht? Mhm. Ist auch gar nicht unsere Verantwortung. Ja. Ah, das gibt es auch gar nicht, dass Leute, die einfach nur sagen, ich werde gemobbt, einfach nur ein bisschen schwierig sind. Das gibt es also, nicht. Also, wenn ich in einen Betrieb gehe... Also, ich frage das. Ja? Ja? Ich frage es, weil es mich interessiert. Ja, wenn ich in eine Mediation gehe, ja, ja, werde gerufen, ich soll hier Feuerwehr spielen, weil ja, sich die Leute da alle kloppen. Dann nehme ich die Leute einzeln ins Gespräch. Ja. Und ich habe immer nur Opfer am Tisch. Ich habe in einer großen Kantine eine Mediation durchgeführt. Da kam der Küchenchef zu mir und hat gesagt, Frau Rolf, ich bin doch hier das Opfer. Die Personalabteilung schickt mir nur Schrott, die muss man anbrüllen, die verstehen gar nichts anderes. Mhm. Ja? Also in der eigenen Wahrnehmung nehmen sich alle immer nur als Opfer da. Täter gibt es doch gar nicht. Ach. Und ich nehme die Leute dann in ihrer Wahrnehmung auch ernst. Sie haben schon gesagt, 11.000 Fälle? Ich habe über 11.000 Fälle bearbeitet. Was war für Sie der erschütterndste? Der erschütterndste war ein Lehrer aus Berlin, den hatte ich am Telefon beraten. Und ein Dreivierteljahr später rief mich sein Kollege an und hat einen Todesfall gemeldet. Hm. Mir kam der Name bekannt vor und da habe ich festgestellt, der hat sich aufgehängt. Also das war für mich, glaube ich, der erschütterndste Fall, weil ich das also auch in der Beratung nicht rausgehört habe. Hm. Bis dahin kann das gehen? Ja, jeder siebte Suizid in Deutschland geht inzwischen auf das Konto Konflikte am Arbeitsplatz. Okay, lassen Sie uns zum zweiten Punkt kommen. Die Ursachen, das kam jetzt immer schon rein. Ne? Sie sagen, der neue Vorgesetzte, neue Strukturen, was hatten wir schon? Was hatten wir noch? Die persönliche Befindlichkeit des einzelnen Betroffenen. Es müssen immer diese beiden Komponenten zusammenkommen. Die Kette reißt immer am schwächsten Glied. Die persönliche Befindlichkeit des einzelnen Betroffenen? Wenn ich eine Frau habe, ja? Ja, die damit beschäftigt ist, ihre kranke Mutter zu pflegen. Ja. Und es gibt diese Umstrukturierung im Betrieb. Und ja, sie fällt immer aus und kriegt nichts mehr mit. Ja. Ja, dann ist sie nicht im System. Und dann wird die rausgekickt. Gut. Frage, wo gibt es denn am meisten Mobbing? In welchen Bereichen? Krankenhäuser. Ah. Ja. Kann ich nicht beurteilen. Überrascht mich jetzt auch. Krankenhäuser? Nee, Krankenhäuser. Ich habe auch gelesen, sonst so soziale Berufe. Ja, wie Krankenhäuser, kommt das? Weil wir dort ein Dreigestirn haben. Wir haben die Krankenhausleitung, ja, wir haben die Pflegedienstleitung, ja, und wir haben die Chefärzte. Ja. Das sind drei Könige, die da, ja, sitzen. Alle wollen regieren. Okay. Und dann haben wir da unten die Belegschaft oder den Mobbingbetroffenen. Und wenn der sich jetzt beschwert, dann sind die alle drei immer nicht zuständig. Dann schiebt das immer einer auf den anderen. Ja? So, und deshalb haben die keinen Ansprechpartner für Mobbing. Also die Strukturen, das hat damit, ja, was zu tun, dass die Strukturen nicht festgefahrene Strukturen. Mhm. Mhm. Deshalb als zweites der öffentliche Dienst, okay, als drittes die Kirche. Aha. So, ne? Man denkt ja immer, da wäre es nett, oder? Sollte die hätten sich alle lieb. Ja. Hat es auch damit was zu tun, wir haben ja da vorhin davon gesprochen, es muss ein Konflikt da sein. Mhm. Hat es auch damit was zu tun,
dass ich keine Konfliktkultur habe in bestimmten Bereichen oder eine nicht entwickelte. Also dass Konflikte nicht ausgetragen werden, sondern dann so wabern, schwelen. Bleiben wir beim Beispiel Krankenhaus. Wenn Sie drei Chefs haben, von denen keiner für Konflikte zuständig ist und immer den Betroffenen die Schuld gegeben wird, der Druck enorm überhöht wird über Überstunden, Gefährdung des Jobs und so, dann entsteht da so ein Klima. Das ist einfach ein guter Nährboden für Mobbing. Haben Sie auch nicht gewusst, ne? Nein, das überrascht mich. Wir haben andere Strukturen. Was sagt denn Mobbing über Firmenkultur aus? Umgedreht. Zunächst mal muss Firmenkultur was zu dem Thema sagen. Und was sagt denn die Post? Die Post sagt, damit sind wir sehr einverstanden, Guidelines, sagt man neudeutsch. Die Post hat zwei Grundelemente. Das eine nennen sich Corporate Values. Das sind 7 Werte, die dort beschrieben sind. Und es wird konkretisiert in einem sogenannten Code of Conduct, in dem es noch weiter konkretisiert. Also Verhaltenskodex. Verhaltenskodex, ja. Wo dann beschrieben ist, was ausdrücklich nicht zugelassen ist und wo im Übrigen aber auch eine Verbindlichkeit, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man bei Konfliktlösen eine Verbindlichkeit am Ende haben muss und nicht jeder hin und her schiebt. Und die Suche, Was steht drin? Bitte, das habe ich nicht gesagt. Nein, ich bin noch nicht ganz fertig. Komme ich doch drauf, eine Verbindlichkeit gemacht, dass es gilt. Und dann gibt es auch die Sanktionsmöglichkeiten, die dort hinterstehen. Also es muss eine Sanktionsmöglichkeit. Sie haben gesagt 7 Werte. 7 Werte, jawohl. Da ist zum Beispiel offenen Umgang pflegen, die gibt es, aber die sind dann in diesem Verhaltenskodex in der Tat dann konkretisiert. Und das, können Sie die sagen? Oder dauert das jetzt lange? Es dauert länger, weil es sind nur Überschriften und es sind eben auch die 7 Werte sind Überschriften, wie mache ich Geschäft und wie gehe ich mit Personal um. Also insofern, die Personal betreffen, heißt offener Umgang? Offener Integrität vorleben, heißt Integrität nach innen und außen. Und das ist in der 2. Stufe dieses Verhaltenskodex gesagt, keine sexuellen Belästigungen, keine dummen Witze, kein Anfassen und Kritik zulassen, ausdrücklich auch Kreativität erwünscht. Und der 3. Punkt ist, alles umgangssprachlich bitte, der 3. Punkt ist, machst du das nicht, fliegst du am Ende raus. So, das ist jetzt mal sehr umgangssprachlich. Ist das gut? Reicht das? Wir haben ja von 1997 über die Jahre Entwicklungen gehabt. Die erste war die Betriebsvereinbarung VW. Die ist also aus heutiger Sicht schon überhaupt nicht mehr Standard. Dann kam München und so. Und da sind dann natürlich so diese 7 Stufen und die Sanktionen, die haben sich allmählich herausgearbeitet. Dann habe ich damals mit Aventis Pharma die Betriebsvereinbarung gemacht. Die ist sehr gut geworden. Haben wir 2 Jahre dran gebastelt. Und dann schreiben die anderen natürlich ab und münzen es auf ihr Unternehmen um, das ist ganz normal. Und da muss natürlich über 10 Jahre eine tolle Entwicklung sein. Das geht gar nicht anders. Hat das auch viel mit Führung zu tun? Ja. Also Führungsfehler. Wir haben vor 10 Jahren, als ich anfing mit meiner Arbeit, da haben wir im Management Führungsschwächen gehabt, die waren katastrophal. Und inzwischen gibt es also in kaum großen Firmen nicht, dass die Führungskräfte auf Seminare geschickt werden. Und dass geschult wird und dass Betriebsvereinbarungen gemacht werden und die Betriebsräte auf Schulung geschickt werden. Ganz viel. Also. Jetzt kann es ja auch sein, dass jetzt kommt ein neuer Chef. Und dieser sagt sich, ich will aber den Meier weghaben. Den kriege ich aber nicht weg, weil der ist unkündbar. Dann setze ich ihn hinten in eine Ecke. Er darf nur Kaffee kochen. Er guckt auf den Aktenschrank, kriegt die Ablage zu machen. Bei der gleichen Kohle, klar, da kann ich nichts machen. Weil ich will ihn ja weghaben. Gut, wenn ich jetzt so ein Unternehmen habe, ja, mit Betriebsrat und Strukturen. Dann geht und so, der, sagt der sofort immer zu. Nein, dann kriegen die sofort ein nettes Anschreiben, Beschwerde nach 84, 85 Betriebsverfassungsgesetz, dann setzen wir uns an einen Tisch, dann wird das geklärt. Da, wo Ende das, Gelände. Ja. Da, wo das möglich ist, was Sie gerade beschrieben haben, das ist der Mittelstand. Ja, okay. Die haben keinen Betriebsrat. Da ist dann der alte Chef im Ruhestand, der Sohn übernimmt den Laden, der will junge Mädels da sitzen schon haben und nicht die alten Schachteln von seinem Vater. Und dann setzt der die nicht irgendwo in die Ecke, sondern neben den Aufzug und dann darf sie die Papierkörbe für diese jungen 25-Jährigen leeren und darf die Kartuschen für deren Sachen austauschen. Okay. Und dann wird sie auf keinen Lehrgang mehr geschickt und sie kriegt kein Word und kein Excel und kein Computer mehr.
Ja? Und irgendwann sitzt die heulend bei mir und ich muss ihr sagen, Mädel, also die Zeiten, wo du also als Ackergaul dein Gnadenbrot gekriegt hast, gibt es in Deutschland nicht mehr. Was willst du da noch? Du passt nicht mehr dahin. Schließ eine Rechtsschutzversicherung ab, wir schalten einen Anwalt ein und dann wird verhandelt, wie du da rauskommst. Und dann machst du die nächsten 15 Jahre das, was du mit 17 eigentlich immer schon mal machen wolltest. Gut, über Wehren und wie man da kommen wir später. Was ich gelesen habe in der Vorbereitung, das fand ich auch ganz interessant, in der Landwirtschaft und im Handwerk gibt es ganz wenig Mobbing. Genau. Wie kommt denn das? Da wird Tacheles geredet. Aha. Also da holt man den Hammer raus oder man geht vor die Tür und es gibt wirklich Pam. Ja. So, das ist so. Auch im Hamburger Hafen. Da wird also, wenn da was nicht funktioniert, dann sagt er, komm mal mit vor die Tür, wir regeln das mal eben. Da entsteht dieses Schwelen von Konflikten gar nicht erst. Hat das was mit Größe von Betrieben auch zu tun? Sie haben ja gerade gesagt Mittelstand, aber geben tut es das doch wahrscheinlich erstmal überall. Sie haben nur einen Händling da gefunden. Ja, wir haben also es gibt es überall, keine Frage, aber es gibt einen Händling und ich sage, Ziel dieser ganzen Dinge heißt es, Tacheles reden muss sein in diesen Fragen. Mhm. In welcher Form? Aber dem will ich da nicht vorgreifen. Da will ich da nicht vorgreifen. Aber Tacheles reden ist und vor allen Dingen ja ein gesellschaftliches Verständnis von Gruppen. In der Landwirtschaft ist es immer noch oder häufig eben das familiäre Verständnis da, was sich das eine im Mittelstand wahrscheinlich auch, kann ich nicht gut genug beurteilen. Ich sage jedenfalls für alles, was gelb ist in Deutschland, also die Deutsche Post, sage ich, man muss das in Gruppen zuallererst versuchen zu klären, bevor man da alles dann im vorjuristischen Bereich muss das liegen. Und es ist ein Top-Down, also es geht von oben nach unten. Die Klärung. Ja, die Klärung, sagen wie man damit umgeht. Nein, das ist jetzt ja eine Zumutung für einen Betriebsrat, ihre Feststellung, sondern die geht auf Augenhöhe. Nicht von oben. Nein, ich nach meine, unten. Die Führung muss sich da einig sein und die müssen das wollen. Ja, sonst wird es nicht. Aber allein bewirkt auch eine Beführung dort nichts. Weil sie, nee, natürlich nicht. Weil sie, aber sie muss es durchsetzen. Sie muss sagen, wir wollen das. Aber selbstverständlich. Und sonst, aber selbstverständlich. Weil die Führung sagt ja auch, du fliegst so raus. Unser Anspruch ist auf Augenhöhe. Gut, das haben Sie schön gesagt. Ja. Zeit für eine Werbepause.